Kinderclub stellt vor. Meine Mama sagt, ich bin ein Bengel. Von mir hört man immer nur Bengel. Doch das Bengeln kann ich gerne lassen. Mit Schokolade und das in Massen. Gib sie einfach her. Ihr habt noch viel mehr. So bin ich das liebste Kind. Von der Rutsche ganz geschwind. Und waschen tue ich mich morgen. Vielleicht. Ich will mehr Geschenke. Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die es sehr mochte, Geschenke zu bekommen. Alle haben sie immer beschenkt. Papa und Mama. Und sogar der Hund. Aber sie wollte immer mehr. Zu wenig. Ich will mehr. Ich will mehr Geschenke. Sie verlangte immer mehr Geschenke. Ich will das. Das da. Kauf mir das. Meinetwegen kannst du bleiben, wenn du willst. Na sowas. Ach, diese Prinzessin. Schau mal. Das ist für dich. Ich will mehr. Ich mag sehr, Geschenke anzunehmen. Diese Freude kann mir keiner nehmen. Und schenkt mir diese Sachen. Ganz schön freudig werde ich lachen. Schenkt mir diese Sachen. All diese Sachen. Man wird euch endlich klar sein. Ein Geschenk ist immer zu klein. Schenkt mir jeden Tag Geschenke. Immer zu. Wir sind Bonbons, Puppen, Kuscheltiere. Knitschmuck und Schoko zum Probieren. Es gibt so viel Schönes zu entdecken. Zum Berühren, Spielen und auch Schmecken. Ich will es entdecken. Versteht ihr das etwa nicht? Dann entschied die etwas trotzige Prinzessin, allen zu zeigen, wie toll das ist, Geschenke zu bekommen. Nimm! Der König war begeistert. Oh, danke. Wow. Die Königin war überglücklich. Vielen lieben Dank. Aber der Hund freute sich anscheinend nicht über das Geschenk. Was soll das? Gefällt dir mein Geschenk etwa nicht? Wo war das nochmal? Hier. Endlich! Der hat ein Geschenk bekommen und der auch. Da freute sich die Prinzessin, aber... Willst du noch? Der Hund konnte einfach nicht genug haben. Ich habe keine Geschenke mehr für dich. Hier. Er wollte aber immer mehr. Jetzt habe ich wirklich nichts mehr.
Ich hab keine Geschenke mehr. Gar keine. Die Prinzessin wollte noch mehr Geschenke verlangen, sah aber den Hund an und sagte nichts. Seitdem sagt die Prinzessin immer: Danke! Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die nicht in den Kindergarten gehen wollte. Prinzessin, Prinzessin, wach auf! Du musst in den Kindergarten. Ich will weiter schlafen. Prinzessin, du musst dich anziehen. Ich gehe nicht in den Kindergarten. Was soll man machen? Wie kann man die trotzige Prinzessin überreden? Ich will nicht in den Kindergarten. Frühere Vogel fängt den Wurm, wecke unser kleinen Drum, locke sie auf ihrem Bett, aber mag das bitte nett. Guten Morgen, Augen auf. Guten Morgen, freu dich drauf. Frühere Vogel fängt den Wurm, wecke unser kleinen Drum, locke sie auf ihrem Bett, aber mag das bitte nett. Okay, nun musst du dich fertig für den Kindergarten machen. Ich will nicht. Aber es ist doch so schön im Kindergarten und deine Freunde sind auch dort. Aber ich habe Bauchschmerzen. Oh, oh, das tut so weh. Was ist das? Was riecht denn hier so lecker? Oh, wow! Heiße Schokolade! Und die Pfannkuchen! Lecker, lecker, lecker! Aber erstmal ins Badezimmer. Beeile dich! Die heiße Schokolade ist fast fertig. Lecker! Was ist mit deinem Bauch? Tut er nicht mehr weh? Ups. Ja, stimmt. Es tut nicht mehr weh. So, so. Prinzessin, du musst dich anziehen. Bitteschön. Aber es ist so trüb da draußen. Bestimmt regnet's gleich. Meine Schuhe werden nass. Ich kann nicht in den Kindergarten. Nichts leichter als das. Bitteschön. Ja, aber das ist doch unfair. Die Prinzessin ist da. Hallo, Prinzessin. Prinzessin, komm zu uns. Wir spielen ein tolles Spiel. Dieser Kindergarten ist ganz anders. Schau mal hin. Viele Kinder gehen gerne jetzt dahin. Musik.
schneiden und mal kleben. Können wir uns gut benehmen. Tanzen, singen macht uns Spaß. Immer geben wir viel Gas. Wie die Blümchen, wachsen wir. Wir freuen uns zu Hause auf den Tag, weil die Erzieherin uns alle so gern mag. Mit Tieren kennen wir uns aus, finden Vögelnamen heraus. Buchstabieren wird erlernt, später wird geschwärmt, geschwärmt. Wie die Blümchen wachsen wir. In der Nacht schläft der Kindergarten langsam ein. Ruhe hat er bis zum ersten Morgenschein. Bald hier sehen wir uns wieder. Wir tanzen, springen, singen Lieder. Lieber Garten, wart auf uns, morgen zeigen wir die Kunst. Fächen springen werden wir, trulala. Fußball spielen später hier, trulala. Liedchen singen richtig laut, lalalalala. Ja, das geht unter die Haut. Lieder singen ist doch klar, alle machen mit, hurra! Wie die Blümchen wachsen wir. Wie die Blümchen wachsen wir. Prinzessin, abgeholt. Hurra! Und, wie hat es dir im Kindergarten gefallen? Oh, es war schön. Wir haben gespielt. Kann ich morgen wieder in den Kindergarten? Seitdem geht die etwas trotzige Prinzessin immer gern in den Kindergarten. Man braucht keine Ärzte. Es gab einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die panische Angst vor den Ärzten hatte. Ach komm, Prinzessin, mach deinen Mund auf. A. Ah. Sag A, ah, Schätzchen. Sag doch A. Ah. Sag ich nicht. Alle wollten sie überreden. Das tut doch gar nicht weh. Wovor hast du denn nur Angst? Schau mal, ich hab gar keine Angst. Ah. Ja, tut nicht weh. Ich kenne euch doch. Zunächst sag A. Ah, und dann gibt's eine Spritze. Na, guck doch mal. Das ist sehr interessant. Weißt du noch, wie wir mit dir gespielt haben? Man kann die Lunge abhören. Und Fieber messen. Oder eine Spritze geben. Ups, genau. Ihr wollt mir nur eine Spritze verpassen. Spielen, das kann ich auch zu Hause. Und dafür brauche ich keine echten Ärzte. Man braucht überhaupt keine Ärzte. Gehen wir. Eigentlich braucht man Ärzte, sogar sehr. Ach was! Sie sind böse! Nein, Schatz, sie sind nicht böse. Sie helfen den Menschen, wieder gesund zu werden. Sogar die Hunde müssen manchmal zum Arzt. Ja, guck doch mal. Sogar unser Hund versteht, dass die Ärzte nichts Gutes sind. Oh. Oh. Ah! Oh.
Sie sind ja gar nicht böse, sondern ganz lieb. Bitteschön, gute Besserung. Eines sage ich euch zugleich. Ein Arztbesuch ist sehr hilfreich. Hast du Fieber und auch Schnupfen, musst du einen Doktor rufen. Leidest du an Bauchkrämpfen, geh zum Arzt, er wird dir helfen. Doktor, Doktor, mach es gut und dann bist du schnell gesund. Denn wachsen will doch jedes Kind. Ja, wirklich jedes Kind. Hab keine Angst vor Ärzten. Hab keine Angst vor Ärzten. Hab keine Angst vor Ärzten. Sie helfen dir von Herzen. Liegt man richtig krank im Bett? Der Doktor eilt zu dem Patient. Halte durch, er ist gleich da. Halte durch, er ist gleich da. Danke, Doktor, mir geht's gut. Ich bin wieder richtig gesund. Danke, Doktor, mir geht's gut. Vielen, vielen Dank von Herzen. Also, hab keine Angst vor Ärzten. Seitdem hat die etwas trotzige Prinzessin keine Angst vor den Ärzten und möchte sogar selbst Ärztin werden. Eine Tierärztin, um den Tieren zu helfen. Hab keine Angst. Ich höre doch nur ab. Das tut gar nicht weh. So, und du brauchst dringend eine Spritze. Halt, halt! Lauf nicht weg! Oh, das ist doch für deine Gesundheit! Bleib hier! Ein besonderer Adventskalender. Es war einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die Weihnachten kaum erwarten konnte. Hurra! Der letzte Tag ist durchgestrichen. Das heißt, morgen ist Weihnachten. Stimmt's, Mama? Nein, mein Liebling. Das war erst der letzte Novembertag. Morgen fängt der Winter an. Siehst du? Das ist der Dezember. Und Weihnachten ist erst am 24. Was? So lange noch? Die Prinzessin vom Weihnachtsmann. Mama, Mama, sieh mal, der Weihnachtsmann hat mir einen Brief geschickt. Oh, und was ist das? Ich glaube, das ist eine Aufgabe für mich. Ich soll Schneeflocken an die Fenster kleben. Oh, wow, das ist ja wundervoll. Sind Schneeflocken am Fenster da, dann glitzert's einfach wunderbar. Es wird hell leuchten. Es wird hell leuchten. Den Weihnachtsmann werd ich bald sehen, dann werd ich endlich vor ihm stehen. Kann's kaum erwarten. Kann's kaum erwarten. Mit Freunden einen Schneemann bauen, übers Eis mit Schlittschuhen laufen. Stimmt, werden alle deine Wünsche wahr.
große Freude. Draußen mit den Schneebällen werfen, drin beim Kuchenbacken helfen. Es riecht so lecker. Den Hügel runter, aber wie? Langweilig wird es uns doch nie. Das ist der Winter. Es kommt ein neues Jahr, neues Jahr. Denn das? Hurra! Das ist die letzte Aufgabe. Aber wer hat sie hier hinterlassen? Wer schon? Der Weihnachtsmann natürlich. Umarme deine Liebsten ganz fest. Mama, sieh mal! Hier hat er geschrieben, umarme deine Liebsten ganz fest. Die kleine Zappelmaus. Es war einmal eine etwas trotzige Prinzessin, die es sehr liebte, auf dem Spielplatz zu spielen. Am liebsten hüpfte sie auf dem Trampolin. Mama, Papa, guck mal, wie ich hüpfen kann. Das ist super. Sehr schön. Außerdem fand sie Klettern einfach toll und Rutschen sowieso. Und ins Bällebad zu springen auch. Aber die Prinzessin nach Hause zu bringen, das war ein Problem. Prinzessin, komm mal her. Wir fahren nach Hause. Ich will nicht. Komm schon, Prinzessin. Wir gehen. Nein. Lass uns nach Hause gehen. Zu Hause ist es doch auch schön, oder nicht? Hier ist es aber besser. Prinzessin, komm da raus. Wir gehen jetzt. Und ich bleibe hier. In 5 Minuten schließen wir. Bitte verlassen Sie den Spielplatz. In 5 Minuten schließen wir. Bitte verlassen Sie den Spielplatz. Na, siehst du? Los jetzt! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Tschüss. Und bitte kommt morgen wieder, ja? Ach so. Prinzessin, wo bist du? Komm raus! Der Spielplatz schließt jetzt. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh je, wo ist denn unsere kleine Prinzessin? Wahrscheinlich ist sie schon weggegangen. Prinzessin! Wo bist du denn? Für heute ist der Spielplatz geschlossen. Ihr könnt morgen wiederkommen. Alle Kinder lieben hin und her zu schaukeln. 1, 2, 3.
Ui. Hilf mir! Hilfe, hol mich hier schnell raus! Bitte schnell! Ich habe eine Beule. Und habe mir den Fuß verdreht. Oh je. Seht ihr? Da ist sie doch. Da ist sie. Gefunden. Du hast uns aber einen Schrecken eingejagt. Wo bist du denn gewesen? Ich bin gehüpft und gehüpft. Ich bin so müde. Ich will nach Hause. Prinzessin, wir müssen gleich gehen. Nur noch einmal rutschen und dann los. Alles klar. Seitdem weiß die Prinzessin, dass es besser ist, mit dem Spielen aufzuhören, bevor man nicht mehr kann. Und jetzt nach Hause!